Meine Mutter guckt mich immer ganz schief an, wenn ich mit so langen Wimpern rauskomme aus meinem Zimmer. Wie kann man seine Mutter dazu überreden, mehr zu erlauben? Ich habe mit einem Jungen gesnappt und seit diesem Bild in meiner Story antwortet er mir nicht mehr. Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Oh mein Gott. Ich habe gerade einfach das Wort für Video vergessen, aber egal. So, ich dachte mir, wir machen mal wieder so ein Q&A-Video, weil ich weiß nicht, ich hatte irgendwie Lust drauf. Ich hatte Bock, so mich fertig zu machen ein bisschen, weil ich muss heute Sleek-Zoff machen. Dann ich schminke mich, weil ich habe so ein paar neue Produkte, Leute, und die sind richtig cool. Deswegen damit schminke ich mich. Und ich dachte mir, dass es nicht zu langweilig für euch ist, beantworte ich noch ein paar Fragen. Ich versuche immer neue Fragen rauszusuchen, weil es ist sonst immer dasselbe und ja, ist ganz cool. Ich habe gerade gefühlt einen Rap gemacht, Leute, aber egal, welches Video gefällt, lasst einen Daumen nach oben da, drückt Glocke und abonniert mich. Und abonniert mich. Los geht's. So, fangen wir mal an mit den Fragen. Ich habe wirklich diesen Fragensticker instant. Hier, man sieht es, vor 14 Minuten in die Story gemacht. Leute, vor 14 Minuten. Ihr seid krass. Leute, ihr seid krass. So, wir fangen jetzt also an. Und zwar, oh mein, Leute, wirklich die ersten vier Fragen sind: Hast du einen Freund? Hast du einen Freund? Hast du einen Freund? Naja, Leute, auf jeden Fall. Ich habe keinen Freund. Ich will auch gerade keinen Freund. Ich weiß nicht. Warte mal kurz. Leute, ich finde meine Sleekbürste nicht. Wir müssen das jetzt alles mit so einer, mit dieser Sleekbürste machen. Das wird witzig. Naja, gerade ich habe nicht so Lust auf eine Beziehung. Wie das klingt, so, ich habe keine Lust, aber nein. Vor allem, weil dann ist wieder so, man hat gar keine Freiheit mehr, wisst ihr? Ich meine, gefühlt, man kann gar nichts mehr da machen. Aber egal. Auf jeden Fall, nein, ich habe gerade keinen Freund. Wie alt ist dein Hund? Also, der Kleine, also Berti, ist jetzt 2 Jahre geworden, am 1. Dezember. Und Rocky ist jetzt schon 10. Also der bisschen größere ist Rocky, der kleinere ist Berti, kann man hier Bilder einblenden. Also 2 und 10. Und ich will einfach nicht, dass Rocky alt wird. Und Berti auch nicht, der war so klein, so süß. Und jetzt, der ist so anstrengend. Einfach nur anstrengend. Welches Handy hast du? Ich habe ein iPhone 13 Pro. Ja, 13 Pro. Das da. Bist du gut in Fortnite? Nein. Absolut nicht. Also das Ding ist, ich habe ja nur eine Switch und ich spiele immer auf meiner Switch so mit einem Freund. Und ich weiß nicht, ich finde, wenn ich zu zweit spiele, ich bin richtig schlecht. Und man könnte wirklich denken, dass ich so ein richtig richtig schlechter Spieler bin und gar nichts auf die Reihe kriege. Aber immer, wenn ich alleine spiele, bin ich voll gut, wisst ihr? Ich meine, dann, ich mache richtig viele Kills, ich bin richtig gut. Aber sobald dann irgendwie ich mit anderen Leuten spiele, ich werde richtig schlecht. Ich weiß nicht. Vielleicht bin ich auch an sich schlecht und dann komme ich einfach schlechter neben den Guten rüber, wisst ihr? Ich meine, aber immer wenn ich alleine spiele, bin ich irgendwie besser, als wenn ich zu zweit spiele. Wer ist dein Lieblingsschauspieler? Boah, die Frage hatte ich noch nie, glaube ich. Vielleicht so, also von Türkisch für Anfänger so, wenn wir mal in den Bereich gehen, dann auf jeden Fall Cem, also Eliasen. Warte, Elias. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht, Leute. Hilfe. Ja, ihr wisst schon, Cem. Was ist dein Lieblingslied? Bella von Sufjan. Ja, ich glaube Bella. Ja. Woher sind deine Trackpants immer? Also Leute, die trage ich zwar jetzt eigentlich gar nicht mehr, aber die ich früher mal hatte. Ich hatte eine weiße von, wie heißt das? Outfitters, genau, die war voll gut. So, dann habe ich ganz viele, die richtig gut sind von Bershka, Leute. Da müsst ihr auf jeden Fall mal schauen.
gebt einfach Trackpants ein, dann kommen die. Und eine ist von Pull&Bear, die ist auch richtig gut. Leute, wie findet ihr eigentlich mein Weihnachtsbaum hier hinten? Ich finde ihn richtig cool. Hast du einen Crush? Nein, Leute, habe ich nicht. Also natürlich so, man denkt sich immer, das habe ich das Video auch gesagt, so ja, es gibt schon so Jungs, so, die gut aussehen. Aber ist nicht so, dass ich unbedingt jetzt was von denen will, wisst ihr, ich meine. Weil, naja. Was ist deine Augenfarbe? Meine Augenfarbe ist so grün-blau. Ich würde mehr jetzt so ins Grün gehen, aber in der Sonne sieht man dann schon so ein bisschen diesen blauen Rand, wisst ihr, ich meine. Also man sieht es nicht so gut, aber ich habe außen einen relativ blauen Rand und innen wird es dann so grün-braun. Aber eigentlich habe ich grüne Augen. Woher sind deine Lashes immer? Also, entweder habe ich diese von Trend It Up oder Essence, die hier. Oder von, also auch von, also, boah, ich habe relativ viele immer. Die roten oder die pinken von Catrice. Oder die grünen von Essence. Oder von Essence diese Lash Princess in schwarz. Das sind die hier und die schneide ich immer dann so zurecht und dann sind die auch richtig schön so und natürlich sind die vor allem, weil meine Mutter guckt mich immer ganz schief an, wenn ich mit so langen Wimpern rauskomme aus meinem Zimmer. Kannst du mal wieder dein Zimmer zeigen? Ja, Leute, ich habe vor, mein Zimmer komplett neu zu machen. Also es ist ja relativ neu, aber ich will einfach ein bisschen umgestalten und so dies, das. Also mein Bett und so bleibt da, weil es gibt keinen besseren Platz für mein Bett als hier. Aber einfach, ich will es ein bisschen neu machen und so. Und da werde ich bestimmt irgendwann ein Video machen. Aber vor Weihnachten kommt da gar nichts, Leute. Also ich glaube erst nächstes Jahr und so werde ich da richtig was machen mit meinem Zimmer und so. Hier steht, so oft hast du einen Freund. Wie kann man seine Mutter dazu überreden, mehr zu erlauben? Das habe ich, also wirklich, das erkläre ich euch jetzt. Das ist nämlich eine gute Frage. Also, erstmal, wenn ihr was von eurer Mutter wollt, ihr müsst schon so ein... Ich verrate mich jetzt selber voll damit, mit dem Video, aber ihr müsst schon so ein paar Tage davor damit anfangen. Zum Beispiel sagt man so ein paar Tage so davor, ja, die und die Freundin haben gerade so voll coole Sachen, ich find's voll cool. Und dann eure Mutter, wenn sie, also wie meine, müsst ihr so sagen, so ja, aber du bekommst es nicht so. Und dann müsst ihr schon mal so sagen, ja, nein, ich wollte es doch auch gar nicht. Alles gut, ich wollte es dir nur sagen. So, und dann ihr müsst nett sein. Ihr müsst richtig nett sein. Also im besten Fall seid ihr immer nett zu euren Eltern. Aber ihr müsst dann auf jeden Fall ein paar Tage, also so 2 Tage würde ich das machen, wirklich richtig, richtig nett sein, so richtig viel für die machen, im Haushalt richtig mitmachen, euer Zimmer aufräumen, Hausaufgaben machen, einfach richtig vorbildlich sein, wisst ihr? Und dann, Leute, das ist jetzt wichtig, ihr müsst irgendwann so, eure Mutter, ihr müsst einen Kompromiss machen, wisst ihr, ich meine, ihr sagt, Mama, kann ich das bitte haben, du hast doch gemerkt, ich bin auch die Tage und so, die Jahre ist nicht ordentlich und so gewesen. Und dann wird eure Mutter so, dann, ihr müsst überreden, ihr müsst wirklich so sagen, bitte und so dies, das. Und dann wird sie vielleicht, entweder sie wird sagen, nee, und dann, ihr müsst einen Kompromiss machen. Ihr müsst so sagen, ja, wenn ich das mache, ich verspreche dir, ich werde eine Woche die Spülmaschine außen einräumen, ich werde dir beim Kochen helfen und so. Oder ihr macht es mit einer guten Note. Und dann, ihr müsst euch einfach so ein bisschen einschleimen. Ich habe mir Ausrüstung geholt für meinen Sticktopf. Das Ding ist, mir fehlt meine Bürste. Mir fehlt meine Sleep-Bürste und das ist nicht gut. Ich habe sie gefunden. Und jetzt, wir müssen ganz schnell machen, Leute. Weil sonst habe ich keine Zeit mehr für mein Make-up. Wie finden es deine Freunde eigentlich, dass du Influencerin bist? Also, ich denke mal, ich hoffe, dass es denen relativ egal ist eigentlich. Meine Freunde sagen mir auch immer so, weil zum Beispiel, wenn wir jetzt mal draußen sind, shoppen oder so und mich so Kinder oder so ansprechen, dann kommen die immer so, oh mein Gott, stimmt. Ich habe total vergessen, dass du überhaupt Influencer bist und so. Ich finde, man an sich, man merkt das kaum. Weil ich bin jetzt ja auch nicht so, dass ich
immer wenn ich draußen bin, Stories mache und immer sage, oh mein Gott, ich bin YouTuberin, oh mein Gott, Insta und so. Eigentlich gar nicht. Ja, deswegen, also eigentlich, man merkt es gar nicht, dass ich irgendwie YouTube mache oder so. Also natürlich, manchmal sage ich, ey, lass mal ein Bildchen, meine Story oder so machen, aber das auch so selten. Hast du eine beste Freundin? Nein, habe ich nicht. Ja, ich habe sehr viele gute Freunde, aber so beste Freundin habe ich gerade nicht. Ja. Oh mein Gott, diese Frage habe ich so oft bekommen. Bei wem bist du bei diesem Bild von deiner Story, Leute? Es geht um dieses Bild, wo im Hintergrund so ein Gamer-Setup ist und so. Ich bin mit meinem Bruder. Leute, ich bin im Zimmer von meinem Bruder. Ja, kein Typ, kein Freund, nein. Einfach nur mein Bruder. Ja, traurig. Ja, der hat sein Zimmer neu gemacht und da kann man richtig gute und coole und schöne Bilder machen. Und ja, deswegen, meine Storys werden jetzt nur noch in seinem Zimmer stattfinden. Nur Leute, einfach, ihr wisst nicht, was passiert ist. Und zwar, ich habe ja habe einen Privataccount und so, natürlich für meine Freunde und so. Und da habe ich auch so ein Bild gepostet. Aber ich habe ein Bild mit meinem Bruder gepostet. Und so viele dachten, das ist mein Freund. Und ich habe zu dem Zeitpunkt, boah, das ist jetzt richtig unangenehm zu erzählen, ich habe mit einem Jungen gesnappt. Und seit diesem Bild in meiner Story antwortet er mir nicht mehr. 22 Stunden auch zugestellt. Leute, hey Leute, ich habe jetzt die Base von meinem Sleek-Top auf jeden Fall hingekriegt. Ich mache das jetzt nicht besser. Außerdem, ich gehe nur zu meiner Oma, okay? Da muss es jetzt nicht perfekt sein. Ich flechte jetzt das da und das da. Genau, habe ich mir gerade überlegt. Kannst du eine gute Serie empfehlen? Also Leute, das klingt jetzt richtig komisch, aber ich weiß nicht. Ich habe früher immer wegen meinem Bruder mit ihm den Ninjago geschaut, gell? Und frag nicht warum, das ist halt einfach, das war so irgendwie unser Ding. Wir haben uns immer vor den Fernseher gesetzt und dann haben wir den Ninjago geschaut, weil das lief ja im Fernsehen. Und das war voll cool immer. Und an sich, also Ninjago ist voll cool, wisst ihr? Das ist einfach, das ist spannend, jede Folge passiert was. Deswegen Leute, schaut Ninjago. Ich meine, es kommt mit Ernst. So, es ist irgendwie einfach ein Vibe, am Abend da zu sitzen und Ninjago zu schauen. Ja, gibt's auf Netflix, aber schaut die alte Staffel. Es gibt, wenn ihr Ninjago eingibt auf Netflix.com, zwei Ninjagos. Einmal eins von 2022 und eins von 2019, glaube ich. Schaut das ältere an, von ganz von vorne. Und es wird euch süchtig machen, wirklich. Ich drehe die jetzt übrigens so ein, diese zwei Zöpfe. Nur, dass ihr wisst. Und hier auch. Mache ich die so zusammen. Dann habe ich hier so ein Ding. Wie lange hast du Bildschirmzeit? Leute, ich habe 3 Stunden Bildschirmzeit am Tag. Was meiner Meinung nach zu wenig ist, aber ich habe meine Mutter jetzt dazu überredet, für Insta immer für immer zu haben. Weil ich muss ja auch Stories und so machen, ne? Irgendwie so, dass ich dann immer Insta-Reels schauen kann, anstatt TikToks. Nein, ich doch nicht. Übrigens, so sieht das jetzt von hinten aus. Oh, kennt ihr das, sind die so richtig komische Fragen sieht von Freunden, die da reingeschrieben haben? Ja, habe ich gerade gelesen. Skincare oder Make-up, hat mich gerade eine gefragt. Leute, Skincare. Weil, schaut mal. Wenn ihr eine schöne Skincare habt, wenn ihr richtig glowy Base habt, so zum Beispiel, wenn ihr erst euren Toner benutzt habt, dann euer Serum und dann so das alles, dann sieht eure Haut halt... Ist jetzt nicht passiert. Puh. Dann sieht eure Haut halt auch schön so aus, mäßig. Dann, ihr könnt ja eure Wimpern trotzdem biegen und Vaseline drauf machen, ist ja auch dann Skincare. Deswegen, ich würde direkt Skincare sagen, weil Make-up auf einer trockenen Haut ohne Skincare, crusty, sehr crusty.
Willst du dir ein Bauchnabelpiercing stechen lassen? Ja, Leute. Ja, unbedingt. Aber ich darf nicht. Ich darf einfach nicht. Ich habe meine Mutter jetzt schon so oft gefragt. Ich so, Mama, kann ich bitte ein Bauchnabelpiercing machen? Das würde so gut aussehen. Und Leute, es würde gut aussehen. Ich habe schon so oft irgendwie so ein Ohrring oder so dran gehalten und hingeklebt und geschaut, wie das aussieht. Und ich finde, ich habe einfach den Bauchnabel für ein Bauchnabelpiercing. Wisst ihr, ich meine, Mama sagt, du bist zu jung, dann hast du zu viel, weil ich habe ja hier im Ohr jetzt auch dieses Helix neu gemacht und hier habe ich welche und hier. Aber Leute, sehe ich nicht ein, wirklich. Ich werde sie noch überreden. Wo gibt es gute Mom-Jeans? Leute, ich habe letztens bei Stradivarius Jeans bestellt und die sind so gut, die sitzen perfekt, Leute. Deswegen guckt mal bei Stradivarius, da gibt es nämlich richtig gute Jeans. So einer hat gefragt, was ist mit Poppy passiert, Leute. Ein Hamster, also Poppy, ist schon vor längerem gestorben. Ja, also es ist natürlich traurig, aber die war schon wirklich alt für ihr Verhältnis. Also, keine Ahnung, und sie war auch ein bisschen krank. Wir wussten nicht genau, was sie hatte, aber sie war krank. Wir waren beim Tierarzt, wir waren überall. Wir haben so geguckt, ja, was hat sie? Aber Leute, sie war einfach alt. Ja, sie hat lange durchgehalten, würde ich sagen. Oh, ist doch süß. Okay, ich mag die Frisur, ich mag sie. Und jetzt, wir machen mein Make-up, Leute. Ich habe meine Skincare schon gemacht, aber ich benutze immer als Primer, Hashtag Sonnencreme und so, die hier, weil die ist richtig gut. Ich habe es letztens aber schon mal gesagt, glaube ich, so. Leute, hier hat eine geschrieben, du und Lenny. Und ich muss das jetzt mal kurz klarstellen. Leute, keine Ahnung, Stories und so, manchmal reposte ich den auch, also auf meinem öffentlichen Account. Lenny, das ist einer von Insta, ich werde den kennen jetzt wahrscheinlich nur Leute, die mir auf Insta und so folgen. Und Leute, ich habe nichts in dem, man kann doch auch nur befreundet sein, wir haben uns noch nie in echt getroffen, wir haben nur geschrieben, also wir schreiben ein paar Mal, sonst nichts, chillt mal Leute. Also sorry, aber der wohnt so weit weg von mir, glaube ich. Soweit ich weiß. Und ja, Leute, kommt mal runter hier. Übrigens benutze ich gerade so eine, das ist so Make-up, aber für mich das ist mehr wie so eine BB-Cream irgendwie. Und zwar so eine kleine Probe ist das. Oh Gott, achte nicht auf meine Nägel, bitte. Ja, so sieht die aus. Das Ding ist, ich darf heute nicht mit meinem Make-up übertreiben. Ich will das so schön machen, weil ich gehe zu meiner Oma. Und da muss ich ordentlich aussehen und nicht so Full-Face-Make-up, wisst ihr, wie ich meine? Deswegen müssen wir heute mal ein bisschen weniger machen. Wenn du ein Kuchen wärst, welcher wärst du dann? Boah, Leute, okay, das ist eine coole Frage. Ich hier ein Käsekuchen oder ein Erdbeer. Also so eine Erdbeersahnetorte. Boah, ich liebe Erdbeersahnetorte. Aber nicht, wenn da zu viel Sahne ist und nicht, wenn der Kuchen zu trocken ist. Das muss so ein fluffiger Kuchen sein. Mit richtig vielen Erdbeeren so. Vor 2 Minuten, ich habe gesagt wenig. Schau mein Gesicht an. Egal, Leute. Das sieht mehr aus, als es eigentlich ist, okay? Wann kommt deine Zahnspange raus? Leute, bald, hoffe ich. Und zwar, ich habe letztens nämlich gefragt, die halt meine Zahnspange macht, Kieferorthopädin, glaube ich, oder halt, ja, ich sag's einfach mal Zahnärztin. Und sie hat gemeint, ja, deine Zähne sind gerade, nur hinten muss noch irgendwie was gemacht werden. Leute, das ist neu. Wollte ich nur sagen. Das heißt, ich kriege sie wahrscheinlich so im Frühjahr raus. Ja. Also bald. Das macht mich sehr glücklich, weil... Aber das Ding ist, ich kann mich gar nicht... Ich weiß nicht, ich kann mich nicht vorstellen ohne Zahnspange. So, das ist irgendwie so, das gehört zu mir, wisst ihr? Ich meine, ich habe jetzt seit 3 Jahren ungefähr eine Zahnspange. Ich kann mir nicht vorstellen, wie das aussieht, wenn die rauskommt. So. Das ist schon krass.
Und ja, Leute, ich habe bei, also falls ihr es noch nicht, vielleicht habt ihr es auf Insta gesehen, aber ich habe bei Sephora bestellt und ich habe mir diesen Charlotte Tilbury Contour Stick geholt. Ja, ich habe mir auch das Fixing Spray geholt von Charlotte Tilbury, aber in der Mini-Größe, weil Leute, das ist sehr teuer. Das schmeckt nicht so gut, aber egal. Und ich mache das gerade auf mein Gesicht in der Hoffnung, dass es dann ein bisschen besser aussieht, mein Make-up. Und nicht so... Ihr wisst schon. Smash du Locken bei Jungs. Nein, Leute. Ich weiß nicht, früher, es war ja richtig so im Trend irgendwie, dass Jungs so Locken haben. Und ich war so, ja... Das war zu viel. Egal, ich war so, ja, sieht gut aus. Aber ich habe nie so richtig viel davon gehalten. Weil Locken sind so... Ich mochte schon immer Fluffy Haar. So Fluffy Hair. Zu viel. Leute, der Rare Beauty Blush ist sehr pigmentiert. Ja, egal, ich krieg's hin. Ich war nie so wirklich der Fan von so, Locken. Weil, also, wenn man Naturlocken hat, dann sieht es richtig schön aus. Aber diese gemachten Locken immer, ich fühle es einfach nicht. Wisst ihr, wie ich meine? Und es haben sich ja zu dem Zeitpunkt, ich glaube, das war Sommer letzten Jahr oder so, richtig viele Jungs so Locken gemacht. Fühle ich nicht. War nicht so meins. Was habe ich gemacht? Leute, ich bin am Verzweifeln. Ich habe mich abgeschminkt. Wie sind deine Noten in der Schule? Leute, ich will ehrlich nicht drüber reden. Meine Noten in der Schule sind nicht gut. So, ich kann ich ehrlich sagen. Ich muss besser werden, weiß ich selber. Aber es ist, ich weiß nicht, es ist irgendwie so schwer. Also in manchen Fächern, ich werde besser. Wisst ihr, ich meine, es hat einfach, ich habe ja Schule gewechselt und es war alles relativ schwierig an sich. Und dann, ich habe da neue Fächer, was Wirtschaftsschule. Und das ist, da hat man ja, also ich weiß nicht, wer alles auch eine Wirtschaftsschule ist von euch, aber da hat man ja BSK und so. Und das, da tue ich mir relativ schwer, weil ich hatte es ja davor noch nie. Und deswegen, ja, es ist schwer, aber es wird langsam. Und ja. Kannst du Skifahren? Ja, Leute. Also, ich weiß nicht, das letzte Mal bin ich Ski gefahren, vor 3 Jahren, glaube ich, war das. Aber da konnte ich Ski fahren. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt noch kann. Ich weiß nicht, ob man sowas verlernt. Aber, ja, ich kann Ski fahren. Ja, Leute, ich mache mich jetzt kurz fertig, weil sonst wird das Video zu lange. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wie ich mich umziehe. Und dann kann ich noch ein paar Fragen beantworten. Leute, ich bin jetzt fertig. Und Leute, wirklich... Diese Wimpernbürste hat mein Leben verändert. Ich habe die gerade benutzt. Ich gehe einfach nur so durch meine Wimpern. Und die sehen direkt so viel besser aus. Und jetzt ziehen wir uns um. Ich weiß halt gar nicht, was ich anziehe. Also ich werde auf jeden Fall... Boah, entweder... Das ist jetzt schwer. Entweder ziehe ich den Cardigan... Obwohl doch, ich ziehe den an. So eine Strickjacke, so eine lange. Und dann habe ich überlegt... Weil ich habe so... Das Licht hier drin jetzt nicht an, ja egal. Entweder ich ziehe die Hose an, aber die hatte ich halt gestern auch schon an. Und vorgestern. Aber egal, die ist schön, die ziehe ich an. Und drunter irgendein Oberteil, was eigentlich am liebsten würde ich so ein Body anziehen, so einen langärmlichen, aber der ist in der Wäsche gerade, deswegen schwierig. Ich lege das jetzt mal alles hin, wartet. Outfit Nummer 1 wäre das da. Warte kurz. Also so. Ohne den Cardigan oder ohne die Jacke. Keine Ahnung, was das ist. Und so mit. Ist das süß? So. Das ist halt so. Boah, ich stecke mal die Tasche rein. Vielleicht noch so ein Gürtel so auf süß, wisst ihr, wie ich meine?
Oh mein Gott, ich lasse das an. Ich mag das Outfit. Das ist süß. Weil es ist so. Es sieht nicht so blöd aus. Und also natürlich, es ist ein bisschen kurz. Aber Leute, zu meinem Ernst. Es sieht doch schön aus eigentlich. Die Hausschuhe sind auch. Boah, okay, ich mag es richtig gerne. Ich finde es ehrlich süß. Okay, dann lasse ich das jetzt an. Das ist noch warm. Gefällt mir. Oh Gott, Leute, schaut mal, wie leer das ist. Boah, dieses Parfüm gibt mir so Flashbacks von so Momenten, wisst ihr, wie ich meine? Das war's jetzt mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Oh Gott, ich gebe meine Wimpern ab. Und ja, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Drückt die Glocke und abonniert mich. Und ja, Leute. Adios, amigos.